Hallöchen aus der Sommerpause. Ihr wisst ja, dass ich im Urlaub bin und es hier kurze, knackige Podcast-Folgen mit wertvollem Kommunikationsinput in der Zwischenzeit gibt. Und heute habe ich wieder einen richtig, richtig coolen Kommunikationstipp mitgebracht. Vielleicht neigst du auch zu Generalisierung, also Verallgemeinerung, sowas wie immer, keiner, jeder, alle, nie. Und wusstest du, dass das eigentlich in den seltensten Fällen stimmt, dass viele Dinge gar nicht immer so sind oder nie? Wir verwenden das trotzdem und ich kann dir auch sagen, warum viele Menschen das so häufig verwenden. Weil wir gelernt haben, wenn wir Dinge generalisiert ausdrücken, werden wir viel ernster genommen. Und für Menschen ist es einfach ein Grundbedürfnis, ernst genommen zu werden. Das kennen wir ja eigentlich alle, oder? Und so ist es auch bei Generalisierung, dass wir eher sagen, ah, nie hört er mir zu, immer passiert mir das und das, um wirklich auszudrücken und sprachlich bewusst zu machen, hey, so geht's mir gerade und das stört mich oder das nervt mich. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir denn ernster genommen werden. Wenn wir es konkret ausdrücken würden, wie, oh, jetzt ist mir das schon 3-mal passiert, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass plötzlich unser Gegenüber das gar nicht so ernst nimmt und sagt, ach, war doch nur 3-mal. Und um solche Situationen zu vermeiden, nutzen viele Menschen Generalisierung. Hierbei gibt es allerdings ein kleines Problemchen. Denn wenn wir Generalisierung verwenden, drücken wir uns unkonkret aus und wir neigen dazu, Dinge zu dramatisieren oder vielleicht sogar zu katastrophisieren. Das bedeutet letztendlich auch, dass wir eigentlich gar nicht so ernst genommen werden. Wenn jemand ständig sagt, oh, das ist immer so oder nie so, dann kann dein Gegenüber manchmal nicht so richtig einschätzen, war das jetzt wirklich so oder ist das einfach übertrieben. Konkrete Kommunikation ist gleich souveränere Kommunikation. Das heißt, je konkreter du dich ausdrückst, desto souveräner wirkst du, weil du damit immer eine Klarheit reinbringst. Anstatt also in Zukunft sowas wie immer zu sagen, ersetze das lieber durch oft oder häufig. Oder anstatt nie zu sagen, sag eher selten. Und so verändert sich deine Kommunikation. Und wenn du tatsächlich anstatt zu sagen, nie hört mir jemand zu. Ich habe den Eindruck, dass mir hier selten jemand zuhört. Wenn du, ich habe den Eindruck noch vorsitzt, veränderst du auch nochmal die Dynamik des Satzes. Immer tut mir XY weh. Häufig, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir XY häufig weh tut. Immer bin ich sprachlos. Ich habe beobachtet, dass ich in diesen Situationen häufig sprachlos bin. Weil durch diese Generalisierung setzt du einen Verstärker. Und gerade wenn du etwas verbalisierst, das Generalisierungen werden auch häufig in negativen Situationen eingesetzt, verstärkst du das Negative und daraus kann schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Das heißt, du suggerierst dir das förmlich, weil solche Generalisierungen werden häufig auch in Suggestionsmuster eingesetzt und dann verschärfst du das. Oh, immer bin ich sprachlos, nie weiß ich, was ich in solchen Situationen sagen soll. Und du kannst dir vorstellen, dass da jemand in deinem Gehirn sitzt und sagt, ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass das wirklich in allen Situationen so ist. Ja, das werde ich mir mal notieren, dass ich in der nächsten Situation weiß, dass ich dir gar nicht erst einen Satz ausspucke, den du sagen kannst. Okay, okay. Und deshalb können Generalisierungen auch ein bisschen gefährlich sein. Achtsamkeit ist hier gefragt. Aus diesem Grund ersetze immer durch oft oder häufig und nie zum Beispiel durch selten. Und es macht gefühlstechnisch einfach auch nochmal einen Riesenunterschied. Zusätzlich kann es dazu führen, dass die Stresshormone gar nicht so dolle aufgebaut werden. Probier es gerne mal aus, beobachte dich wie immer im Alltag und ich wünsche dir unendlich viel Freude mit diesem kleinen Kommunikationstipp. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder oder hören uns wieder bei der nächsten Quickseat-Folge. Also, ich schmeiß mich jetzt hier wieder in die Badelatschen und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder treffen. Bis dahin, fühl dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa.